Willkommen zum FAQ. Wir legen los. Erste Frage: Wieso zockst du so viel FIFA und nicht COD, Far Cry oder Minecraft, wie das die anderen YouTuber auch tun? Diese Frage kam von Johannes Becker und ich kann dazu sagen, wenn es einen Gaming-Channel gibt, oder Gaming-Videos gibt, dann wird es nicht nur Fußball, sondern dann ist da auch Far Cry dabei, beziehungsweise Minecraft, FIFA natürlich auch, FM auch oder auch viele kleine andere Minispiele aus dem Internet oder was auch immer. Vielleicht hole ich mir auch mal bei Steam was oder was auch immer, wird sich dann zeigen. Die nächste Frage von Thomas Gaming TV: Hast du Fußball im Verein gespielt? Wenn ja, welche Posi? Nein, ich habe Fußball nicht im Verein gespielt, aber ich habe einen Bolzplatz bei mir auf dem Hof und da kicke ich oft das mal einfach mal so aus Spaß oder vielleicht auch mal mit Kumpels. Allerdings kann ich dir sagen, was meine Lieblingsposition im Fußball ist. Meine Lieblingsposition im Fußball generell ist ZOM. Warum ZOM? Ganz einfach, ZOM ist so ein Spieler, der spielt zwar im Mittelfeld, ist aber immer mal, beziehungsweise ich habe irgendwann mal bei den Jugendspielern vom Lieben van Bergen oder Kauer oder sowas, habe ich immer überlegt, okay, Sturm wäre ein bisschen asozial, wenn du dich in Sturm stellst, weil du Tore schießen willst. Deswegen habe ich mich zurückgeordnet auf den ZOM, weil er halt meine Lieblingsposition, ja, Formation ist 4-4-2 mit Raute, weil du dann den ZDM zurückziehen kannst in die Verteidigung zur Not, falls es da nötig ist, dass du dann mit 5-3-2 spielst. Oder zur Not auch den ZOM vor in Sturm holen kannst als dritten Stürmer und dann dann mit 4-3-3 spielen kannst. Deswegen habe ich gesagt, ist meine Lieblingsposition von nun an der ZOM. Denkst du, du wirst mal erfolgreich? Ja, das weiß ich nicht. Das liegt ja an meinem Stuff, den ich so bringe und an euch. Lieber Oliver Fritsche. Ich sehe mich, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, ja, ich mache jetzt erst wieder was, wenn es mehr Abonnenten mehr oder sowas. Nein, ich mache das, weil mir das Spaß macht. Weil ich mich da, weil das wie so ein zweites Hobby für mich ist. Einfach weil ja, ich mich darin wohlfühle und kann sein, dass es nicht jedem gefällt, was ich hier mache und was auch immer, aber ja, wie gesagt, muss jeder selbst wissen. Also, mir geht es nicht um Reichtum, aber klar, ich meine, wenn ich damit erfolgreich werde, dann ist es mir auch recht. Wenn nicht, dann nicht. Wie gesagt, ich mache das auch Spaß. Schließt sich die nächste Frage gleich an: Warum bist du nicht erfolgreich? Von Tom Kruse. Ja, liegt an euch. Wenn euch mein Stuff nicht gefällt, dann ist mir das aber ehrlich gesagt auch egal. Klar freut man sich nicht, wenn man freut man sich, wenn man Likes hochbekommt oder Daumen runter, da ärgert man sich dann. So wie beim letzten Video, 23 Daumen runter, sagt schon einiges. Aber um ehrlich zu sein, mir gefällt das Video und wenn euch das nicht gefällt, dann versuche ich beim nächsten Mal wieder was Besseres zu machen und dann tut es mir aber ehrlich gesagt auch leid, wenn es euch nicht gefällt. Mir macht es immer Spaß. FIFA oder Pro Evolution Soccer? Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe noch nie Pro Evolution Soccer gespielt. Ich würde es zumindest gerne mal irgendwann mal antesten, nur mal zu gucken, ob das wirklich so gut ist, also quasi der FIFA-Konkurrent. Aber ansonsten finde ich FIFA schon ziemlich geil. Allerdings hatte ich eine lange Zeit nur FIFA als Spieler, bis dann, einen Moment, bis ich dann Geburtstag hatte und dann Far Cry bekommen habe. Weil auf Dauer nur FIFA zu spielen, jeden Tag irgendwie, finde ich auch langweilig. Mir fehlt übrigens die zweite Disk, die ist noch im Dings drin. Ist dann irgendwie auf Dauer auch langweilig. Deswegen habe ich mir halt einfach gesagt, du brauchst ein Abenteuerspiel. Was es dann mit Far Cry geworden ist,
Gott sei Dank. Hat mir mein Bruder übrigens geschenkt. Danke, Bro. Ja. Single oder geben? Aktuell bin ich wieder Single. Ist aber auch erstmal gut so, also ich will erstmal nichts überstürzen. Frage 7. Wer wird die EM gewinnen? Puh, kann ich das am dritten Spieltag schon sagen? Weiß nicht. Also für mich zeichnet sich Italien ab, auch wenn die einen blöden Grottenfußball spielen und trotzdem gewinnen. Belgien ist für mich immer Geheimfavorit. Ich glaube auch, die werden es doch schaffen, als Zweiter ins Achtelfinale zu kommen. Dann Spanien war bisher, also zumindest im zweiten Spiel gegen die Türkei, sehr überzeugend. Mal gucken, was die heute Abend machen. Eigentlich wäre das Spiel spannend, aber ich werde mir heute trotzdem Tschechien angucken. Spielt ein härter Spieler mit. Dann für mich sehr überzeugend natürlich Deutschland und Frankreich. Und wen ich auch immer auf der Rechnung, also haut mich jetzt bitte nicht, aber mein Geheimfavorit immer oder mein Geheimtipp immer ist die Schweiz. Keine Ahnung warum, das ist immer so. Mein Halbfinaltipp, ihr könnt mich auch schlagen von mir aus, ist Frankreich, Deutschland, Spanien und ja, ich habe auf die Schweiz gesetzt, aber die wird glaube ich nicht so weit kommen, aber ich denke mal, dass dann Italien oder irgendeine Überraschung wird im Halbfinale sein. Was für Projekte stehen noch so an? Ja, ganz einfach. Top 5 kommt jetzt bald. Werde ich heute noch schneiden. Real Talk kommt vielleicht auch bald mal wieder. Dann eben jetzt das FAQ. Viele verschiedene Vlogs. Und. Also, da kommt noch reichlich. Welche Reisen kommen demnächst und gibt es einen Vlog dazu? Ja, natürlich gibt es da Vlogs. Also zu Kohlberg gibt es auf jeden Fall einen Vlog. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann für jeden Tag extra einen Vlog mache oder einen zusammenfassen für die ganze Reise. Wird sich dann auch zeigen, kommt drauf an, wie es sich ergibt. London gibt es einen zusammenfassenden Vlog von der ganzen Reise, da werde ich es kaum schaffen. Ganzen Tag. Immer jeweils festzuhalten. Wo ich noch Österreich versuche ich auch was ordentliches zusammen zu bringen. Wo ich mir noch unschlüssig bin, ist dann Südtirol, weil ich habe ja für letztes Jahr oder das, was dieses Jahr war, schon den Vlog gemacht. Deswegen weiß ich noch nicht, ob es dann nochmal einen gibt oder nicht. Werde ich noch individuell entscheiden. Und danach verfolgst du noch andere Sportarten außer Fußball? Ja klar, also ich gucke Handball sehr gerne, wenn da mal EM ist oder so. Dann Wintersportspezifisch gucke ich sehr gerne Biathlon, Skispringen. Natürlich verfolge ich aber auch Olympiade und drücke dann natürlich immer den Deutschen den Daumen. Wobei Fußball natürlich schon das Hauptsteckenpferd ist. Also ich gucke eigentlich von meiner Familie gucke ich eigentlich am meisten Sport. Formel 1 und Fußball, das ist so das, was ich so gerne verfolge. Und natürlich. So, das waren die ersten 10 Fragen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Wie gesagt, die Top 5 kommen jetzt auch demnächst.